Willkommen zurück. Eine herausragende Rolle nehmen unter den Relationen solche ein, die sowohl reflexiv, symmetrisch als auch transitiv sind. Diese Relationen heißen Äquivalenzrelationen und die bekommen ein eigenes Symbol, so eine geschlängelte Linie. Äquivalenz meint in diesem Fall, dass wir es mit einer Verallgemeinerung von Gleichheit zu tun haben. So ist es etwa eine Äquivalenzrelation, wenn man fragt, ob zwei Zahlen modulo 2 gleich sind. Die Menge der natürlichen Zahlen zerfällt bezüglich dieser Relation in zwei Teilmengen, alle geraden Zahlen, die untereinander in Relation stehen, und alle ungeraden Zahlen. Für manche zahlentheoretische Probleme ist es ja gar nicht wichtig, welche gerade Zahl ich mir akut ansehe, sondern nur, ob es eine gerade Zahl ist. Wir haben in Lektion 3 schon gesehen, dass wir etwa ganz einfach sagen können, die Summe zweier ungeraden Zahlen ist gerade, weil wir einfach nur die Einserreste addieren müssen, wo dann 2 rauskommt, was als Rest wieder 0 bedeutet. Man kann also mit solchen Teilmengen bezüglich Äquivalenzrelationen unter anderem rechnen. Deswegen lohnt es sich, da etwas Zeit drauf zu verwenden. Zunächst aber noch ein paar Beispiele für Äquivalenzrelationen. Das Paradebeispiel ist die Gleichheit in irgendeiner Zahlenmenge, zum Beispiel den reellen Zahlen. Reflexiv, jede Zahl ist zu sich selbst gleich. Symmetrisch, wenn a gleich b ist, ist automatisch auch b gleich a. Und transitiv, wenn a gleich b und b gleich c ist, dann ist auch a gleich c. Die Gleichheit modulo einer natürlichen Zahl c ist ebenfalls eine Äquivalenzrelation. Reflexiv, jede Zahl lässt bei den Teilen durch c natürlich denselben Rest wie sie selbst. Symmetrisch, wenn a denselben Rest beim Teilen durch c lässt wie b, dann lässt auch b beim Teilen durch c denselben Rest wie a. Transitiv, wenn a und b denselben Rest beim Teilen durch c lassen und b und d ebenfalls, dann lassen auch a und d denselben Rest beim Teilen durch c. Noch zwei mathematische Beispiele. Parallelität bildet auf der Menge der Geraden eine Äquivalenzrelation, zumindest wenn man akzeptiert, dass jede Gerade zu sich selbst parallel ist. Auf der Menge aller Pfeile in der Ebene ist eine Äquivalenzrelation, wenn wir prüfen, ob zwei Pfeile gleich lang, parallel und gleich orientiert sind. Sie gehören dann nämlich zum selben Vektor und lassen sich durch ein Zahlenpaar in der Ebene beschreiben. Und ergänzend ein Alltagsbeispiel. In diesem Semester haben wir zwei Übungsgruppen. Diejenigen, die prüfungsaktiv sein werden, also an der Prüfung teilnehmen und diese positiv abschließen, müssen zuvor auf jeden Fall eine dieser beiden Übungsgruppen besuchen. Auf der Menge dieser Studierenden, die wir jetzt noch gar nicht kennen, wird dann A geht in dieselbe Übungsgruppe wie B eine Äquivalenzrelation sein. Und selbst wenn es nur mal eine Übungsgruppe gibt, wie im Sommersemester relativ häufig, würde das stimmen, wäre nur etwas langweilig, weil ja dann alle in dieselbe Übungsgruppe gehen und man quasi ja niemanden voneinander dann unterscheiden kann mit dieser Äquivalenzrelation. Interessant sind nämlich gerade die Teilmengen, die entstehen, wenn man alle Elemente, die zueinander in Relation stehen, jeweils zusammenfasst. Diese Teilmengen aller jeweils in Relation zueinander stehenden Elemente für eine bestimmte Äquivalenzrelation nennt man Äquivalenzklassen. Wenn ich zum Beispiel Restmodulo 2 als Äquivalenzrelation habe, gibt es genau zwei Klassen. Die Zahlen, bei denen der Rest 0 ist und die Zahlen, wo der Rest 1 ist. Um diese Reste schreibt man dann auch gerne eckige Klammern, um zu sagen, diese 0 in eckigen Klammern steht stellvertretend für alle Zahlen, die Modulo 2 den Rest 0 haben. Die Zahl 0 nennt man umgekehrt einen Repräsentanten der Äquivalenzklasse. Könnten also auch eine andere Zahl aus dieser Teilmenge als Repräsentanten wählen, sagen wir mal die 4, die lässt ja denselben Rest. Die Menge aller Äquivalenzklassen, also in unserem Fall die Menge eckige Klammer 0 und eckige Klammer 1, nennt man auch noch die Quotientenmenge von A nach der Äquivalenzrelation R. Zwei Äquivalenzklassen, zum Beispiel die Klasse, die man mit 0 oder mit 2 bezeichnen könnte, bei Gleichheit modulo 2, bezeichnet man dann als gleich diese zwei Klassen, wenn die beiden zur Bezeichnung der Klassen benutzten Repräsentanten
äquivalent sind, also in Relation zueinander stehen. 4, 6, 8, das wäre immer dieselbe Äquivalenzklasse. Betrachten wir auch hier ein paar Beispiele mehr, um nicht immer nur am Modulo zu kleben. Auf jeder beliebigen Menge bildet die Gleichheit oder Identitätsrelation eine Äquivalenzrelation. Nimmt man die reellen Zahlen her, dann kommen dabei mit der Gleichheit als Äquivalenzklassen eben wieder die ganzen reellen Zahlen raus. Das ist also so ein bisschen fad, aber trotzdem wichtig, sich das einfach mal klar zu machen. Wenn man alle Pfeile in der Ebene auf Parallelgleichheit, also gleich lang, parallel, gleiche Orientierung prüft, so erhält man als Äquivalenzklassen gerade die Vektoren, die in diesem Modell Mengen parallel gleicher Pfeile darstellen. Unendlich vieler sogar. Zunächst etwas überraschend, vergleicht man Zahlenpaare natürlicher Zahlen A, B und C, D so miteinander, dass man Äquivalenz für A mal D gleich B mal C verlangt, so kommen da als Äquivalenzklassen faktisch genau die positiven Bruchzahlen heraus. Dividieren Sie zur Übung mal die Gleichung durch D und C, dann sehen Sie besser, warum das richtig ist. Das geht jetzt fix. Für alle natürlichen Zahlen außer 1 können wir über die Gleichheit modulo C eine Äquivalenzrelation festlegen. Die Äquivalenzklassen nennt man auch Restklassen, denn hier stehen zwei Zahlen ja gerade in Relation zueinander, wenn sie denselben Rest bei Division durch C lassen. Und eine außermathematische Einkleidung über die Relation A hat dieselben Eltern wie B, können wir sie eine Äquivalenzrelation bestimmen. Deren Äquivalenzklassen wären dann eben die Mengen von Geschwistern. Einzelkinder sind dabei halt einelementige Äquivalenzklassen. Kommen wir noch einmal kurz zu den Restklassen zurück, die der wichtigste Anwendungsfall für Äquivalenzklassen in dieser Vorlesungsübung sind. Eine Äquivalenzklasse A wäre die Menge aller ganzen Zahlen, die modulo n kongruent zur Zahl A sind. Das kann man auch so aufschreiben, die Menge aller B in Z, für die gilt, dass B kongruent zu A modulo n ist. Für kongruent benutzt man da dieses Gleichheitszeichen, das drei Linien statt zwei Linien hat. Man kann die Menge auch als Menge aller ganzen Zahlen B beschreiben, die bei Division durch n denselben Rest lassen wie A, also hinschreiben B mod n gleich A mod n. Wichtig ist, man kann die Menge sich auch so vorstellen, dass man von A ausgeht und jeweils Vielfache von n dazu zählt, also A plus einmal n, A plus zweimal n, A plus dreimal n oder A minus einmal n, A minus zweimal n, A minus dreimal n. Es entsteht also eine Menge, die A enthält, aber auch A plus minus n, A plus minus 2 mal n und so weiter und so fort. Das ist als Vorstellung nützlich, um zu prüfen, ob zwei Zahlen zur selben Äquivalenzklasse gehören, was wir feierlich als Satz festhalten. Zwei Zahlen A und B gehören zur selben Äquivalenzklasse oder Restklasse modulo n, beziehungsweise zwei Äquivalenzklassen A und B stimmen genau dann überein, wenn n die Differenz a minus b teilt. Das ist für einige Beweise ganz praktisch, wenn man das so aufschreibt, wie es hier steht. Um die Bedeutung von Äquivalenzklassen zu erahnen, schreiben wir mal unseren Homomorphiesatz. Summe bzw. Produkt der Reste ist gleich Rest der Summe bzw. Reste des Produkts etwas anders hin, als wir das bislang getan hatten. Addiert man zwei beliebige Zahlen, je eine aus einer Klasse A und eine aus Klasse B, so landet die Summe ganz sicher in der Summenklasse A plus B. Und genauso multipliziert man zwei beliebige Zahlen, je eine aus einer Klasse A und eine aus einer Klasse B, so landet das Produkt sicher in der Produktklasse A mal B. Das Ergebnis der Addition hängt also, wenn man sich nur für die Klasse interessiert, gar nicht davon ab, welchen Repräsentanten wir addiert bzw. multipliziert haben. Man nennt das auch Repräsentantenunabhängigkeit, beziehungsweise sagt, die Addition bzw. Multiplikation auf den Restklassen ist wohl definiert. Diese Idee wird Ihnen noch deutlich öfter begegnen, zum Beispiel in der Schulmathematik lineare Algebra, wo wir das Rechnen mit Vektoren auf Operationen mit Pfeilen zurückführen, oder in allen vielleicht auch in der Analysis, wo man das Rechnen mit reellen Zahlen auf das Rechnen mit solchen Intervallschachtelungen rationaler Zahlen zurückführen kann, die eben jeweils denselben Grenzwert haben. Die bilden dort eine Klasse. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende dieses Vorlesungsteils zu den Äquivalenzrelationen und Äquivalenzklassen. Für Sie geht es jetzt gleich wieder weiter mit
Schnitzeljagd kurz und dann kommt der Teil zu den Funktionen der Zellen.